Kapitel 14 Jeschua und Maria aus Magdala. Und es begab sich, dass ein gewisser Pharisäer namens Simon von Jeschua forderte, dass er mit ihm zu Abend essen würde. Und Jeschua setzte sich hin und aß mit Simon. Und siehe, eine Frau aus Magdala, Maria, die den Ruf einer Sünderin hatte, befand sich ebenfalls in der Stadt und suchte nach Jeschua, um ihm ein Geschenk zu überreichen, eine Alabasterkiste mit Salbe. Sie fand Jeschua im Haus des Pharisäers und stand zu seinen Füßen hinter Jeschua, weinte und wusch seine Füße mit ihren Tränen und wischte sie mit den Haaren ihres Kopfes ab. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salbe. Der Pharisäer Simon war überrascht von dem, was er sah, denn er dachte, wenn Jeschua ein Prophet wäre, hätte er sich nicht von einer solchen Sünderin berühren lassen. Aber Jeschua, der Simons Verwirrung wahrnahm, sagte zu ihm: Es gab einen Gläubiger, der zwei Schuldner hatte. Der eine schuldete 500 und der andere 50. Und obwohl sie nichts zu zahlen hatten, erließ der Gläubiger beiden die Schuld. Sage mir, Simon, welcher der Schuldner wird ihn mehr lieben? Und Simon antwortete: Ich vermute, der, dem er am meisten vergeben hat. Und Jeschua sprach zu ihm: Du hast richtig gerichtet. Und er sprach zu Simon: Nun siehe diese Frau an. Bin ich nicht in dein Haus eingegangen? Aber du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, hast du? Aber die, die kein Wasser hat, wusch meine Füße mit vielen Tränen, und so wischte sie sie mit den Haaren ihres Kopfes ab. Du hast mir auch keinen Kuss gegeben, aber diese Frau hat seit meiner Ankunft nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, wie du gesehen hast. Auch hast du meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber diese Frau hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, Simon, durch Gottes Gnade, ihre Sünden, die in der Tat viele sind, sind vergeben. Denn obwohl du nicht gewusst hast, dass diese Frau auch menschlich ist, denn du hast sie nur nach ihren Sünden gekannt, sage ich dir, sie hat viel geliebt und sich gekümmert, nicht nur für die Bedürftigen, sondern auch für jedes Tier und die Vögel in der Luft, ja sogar die Fische des Meeres. Denn ich sage dir, wem wenig vergeben wird, der liebt auch nur wenig. Und Simon blieb stumm, hörte aber jedes Wort. Und dann sagte Jeschua zu der Frau: Wahrlich, dir sind deine Sünden vergeben. Friede sei mit dir. Und die, die am Tisch saßen, begannen zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Denn Jeschua hatte nicht zu der Frau gesagt: Ich vergebe dir, sondern: Deine Sünden sind dir vergeben. Denn Jeschua erkannte in ihrem Herzen den wahren Glauben und die Buße. Ja, denn Jeschua brauchte kein äußeres Zeugnis eines Mannes, sondern er wusste selbst, was in jedem Mann und jeder Frau vor ihm war. Und er wusste das Gute vom Bösen und das Rechte vom Falschen. Und Jeschua erweckte das Volk aufgrund seiner großen Weisheit und seines Wissens über die inneren Bedeutungen des Heiligen Gesetzes weiterhin zu Erbarmen und Liebe. Der Geist der Wahrheit war auf ihm, und überall, wo er sprach,
empfing das Volk seine Worte in Freude und Frieden. Auch Maria Magdalena wurde Jüngerin von Jeschua, und die Sünde kam nie wieder zu ihr, denn sie war nun geläutert und wollte nur noch das Gute tun und vergaß alles Böse. Maria reiste zeitweise mit Jeschua und den Jüngern und sprach selbst mit vielen über das Halten des heiligen Gesetzes, und viele Frauen hörten ihren Worten zu und wurden Jünger des heiligen Weges. Ja, sie gaben sogar ihren Familien und ihren Nachbarn Zeugnis über ihre Erlösung und über das Licht von Jeschua. Und einige der Pharisäer hörten auch auf Jeschuas Worte, kehrten um von ihren bösen Wegen und folgten ihm. Und unter den Priestern, die weder von Jeschua noch von seinen Wahrheiten hören wollten, herrschte große Aufregung.